Seit die CeBIT nicht mehr existiert, ist die CES in Las Vegas für mich wirklich die mit Abstand wichtigste Technikmesse. Die CES 2023 ist vorbei und in diesem Video zeige ich euch, was in diesem Jahr die relevantesten Themen, Produkte, Hypes waren. Statt nur so Business-Zeug kann man auf der CES wirklich konkrete Zukunftstechnik sehen, also neben echten Produkten auch abgefahrene Prototypen und ja, auch fliegende Autos gab es dieses Jahr mal wieder. Ich selbst war dieses Mal nicht vor Ort, aber dafür ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Ja, guten Appetit euch. Deshalb gibt es hier in dem Video auch kritische Einschätzungen und möglichst wenig Marketing-Heißluft. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei ja, Stichwort Science-Fiction-Gadgets auf der CES. Sowas kann ja wirklich aufregend sein, aber natürlich lässt sich die Sehnsucht nach Zukunftstechnik auch super als Werbung missbrauchen. Stellt man sich nämlich clever an, berichten tausende Medien auf der ganzen Welt über deine tolle Erfindung, die aber niemals herauskommen wird, sondern nur für die CES konzipiert wurde. Eines der besten Beispiele war vor ein paar Jahren der Klopapierrollenroboter eines Klopapierherstellers. Alle haben darüber berichtet, obwohl damals schon sonnenklar war, dass das ein reiner Marketingstunt ist und das Ding niemals als Produkt rauskommen wird. Aber es war halt auch nett. Why would you bring that thing into our house? It was cute, fuck. Und ganz ähnlich verhält sich das mit einem der populärsten Gadgets der CES 2023, dem Konzeptauto BMW iVision D mit E-Ink Karosserie. Das Teil kann wirklich jederzeit die Farbe wechseln, es gibt 240 E-Ink Module, die einzeln angesteuert werden und 32 Farben annehmen können. Das Ding hat definitiv als Hingucker funktioniert, die Medien haben alle berichtet, aber da ist sich mein Autoexpertenkollege Sven Hansen absolut sicher, in dieser Form wird es das Auto nie zu kaufen geben. Nicht nur aus technischen oder Kostengründen, sondern auch wegen der Straßenverkehrsordnung. Denkbar ist aber, dass BMW die Farbwechselpanels an bestimmten Stellen in Serienmodellen einsetzt, zum Beispiel im Scheinwerfer. Und das wirklich ziemlich beeindruckende Head-Up-Display des Autos, das man in 5 Stufen zwischen ich sehe meine komplette Umwelt bis ich sehe fast nur noch Computergrafik umschalten kann, das wird wahrscheinlich zumindest so ähnlich in wirklich kaufbaren Autos eingebaut werden. Warum ich hier jetzt von Autos erzähle, obwohl es doch um eine Tech-Messe geht? Ja, das ist das Ding. Bei Autos wird der Autoteil immer unwichtiger und der Tech-Teil immer wichtiger. Man kann vielleicht sogar sagen, das Autoradio ist wichtiger als der Motor. Und so kam es dann auch, dass Sony dieses Jahr auf der CES nicht nur ankündigte, dass die seit sage und schreibe über 2 Jahre anhaltenden Lieferschwierigkeiten der PlayStation 5 ab sofort ein Ende haben sollen, sondern die haben halt auch ein Auto angekündigt. Also auf dem gleichen Messestand, Fernseher, Spielkonsole, Auto. Ist halt alles Tech irgendwie. Das Sony Auto soll jedenfalls Afila heißen und 2026 auf den Markt kommen. Zusammen mit Honda wird das entwickelt. Und es hat natürlich super viel Entertainment-Zeugs im Innenraum. Ja, und 45 Sensoren sind laut Sony auch eingebaut. Es geht also natürlich um autonomes Fahren. Und ich bin wirklich gespannt, wie autonom 2026 sein wird. Also ob ich da künftig weiterhin auf die Straße gucken muss hinterm Steuer oder ob ich dann entspannt YouTube-Videos gucken kann. Ja, aber dass Autos vielleicht nicht unbedingt die Lösung für alle Verkehrsprobleme sind, zeigt der Vegas Loop, der von Elon Musks Firma The Boring Company gebaut wurde. Also Wortspiel. Bohren und langweilig. Lol. This needs to stop. Ja, das ist ein Tunnel, durch den einzelne Autos, natürlich Teslas, durchfahren können, allerdings zum Teil nur in eine Richtung. Da passt also genau ein Tesla durch, was im Falle von Störungen oder schlimmeren Dingen ziemlich problematisch sein kann. Meine Kollegin Ulrike Kuhlmann hat den Tunnel ausprobiert und ihr Fazit fällt etwas positiver aus, als die Überschrift hier andeutet. Ja, der Weg übers Messegelände hat statt 20 Minuten zu Fuß im Tesla-Tunnel nur wenige Minuten gedauert. Aber die ganze Operation ist extrem personalintensiv, weil in den Stationen etliche Fahrgastlotsen arbeiten und auch weil ja in jedem Tesla für 4 Fahrgäste ein Fahrer oder eine Fahrerin sitzen muss. Trotz der eher simplen Verkehrsführung, geradeaus durch den Tunnel, können die Teslas nicht autonom fahren, weil im Übergang zwischen Röhre und Haltestation die Sensoren offenbar ins Schleudern kommen. Okay, ja, super Werbung für Tesla. Aber wartet mal, könnte man das nicht sowieso direkt viel effizienter machen? Mit Fahrzeugen, in die mehr Leute reinpassen als 4?
Ja, das ist für die Zukunft geplant. Mal sehen. Übrigens, da in Vegas quasi alle großen Hotels nur so ungefähr eine Viertelstunde mit dem Rad vom Messegelände entfernt sind, wäre das Fahrrad eigentlich eine gute Lösung gegen den Autoverkehrsstau. Ich habe das vor 8 Jahren mal ausgesprochen dramatisch ausprobiert. Davon gibt es auch ein Video, habe ich unten verlinkt. Und ja, auch 2023 ist die Situation immer noch unverändert. No Fahrradfahren in Vegas. Dafür gab es aber dieses Jahr zumindest Fahrräder auf der Messe selbst zu sehen. Super interessant fand ich das Lastenrad Eik von der schwedischen Firma Cake. Also das ist halt so ein richtiges Schlachtschiff, was auch einen fetten Anhänger ziehen kann. Die größte Besonderheit ist aber, man kann bis zu 3 Akkus in den Rahmen einhängen. Jeder einzelne soll 120 Kilometer Reichweite bringen, also insgesamt 360 Kilometer. Ab Mai soll das Teil ab 6.500 Euro erhältlich sein. Teuer, aber billiger als ein LKW. So, jetzt aber echt Schluss mit den Mobilitätsthemen. Jetzt wirklich Gadgets. Eins fand ich extrem beeindruckend und das kommt tatsächlich von einer deutschen Firma aus Augsburg, nämlich das Exoskelett von German Bionic. Apogee heißt das Teil und bietet laut Hersteller bis zu 30 Kilogramm Unterstützung beim Heben und hilft auch beim Gehen. Das ist also für Leute gemacht, deren Berufsalltag vor allem aus Heben und Rumlaufen besteht. Würde ich echt gerne mal ausprobieren, mache ich vielleicht bald mal. Erwähnen muss ich auch wirklich den neuen Staubsaugerroboter Roborock S8, weil ich ja über den Vorgänger S7 Max V Ultra ein Langzeittestvideo gemacht habe. Wo der S7 noch manchmal so ein bisschen rumgemuffelt hat, gibt es beim S8 Ultra nun einen integrierten Trockenföhn. Außerdem gibt es nun 2 Saugwalzen statt einer. Bis zu 6000 Pascal Saugleistung soll der S8 schaffen. Ab März kommt das Teil auf den Markt ohne Absaug- und Abwasserstation, also auch ohne Föhn, kostet er 699 Euro. Mit der großen Station inklusive Wassertank und Föhn sind es 1499 Euro. Allgegenwärtig war auf der CES der Smart Home Standard Meta. Der wurde ja von Apple, Google, Samsung und hunderten anderen Smart Home Firmen konzipiert, um endlich die Verwirrung mit den ganzen Smart Home Standards zu beenden. Meta soll der Überstandard werden, der immer safe mit allen Sachen funktioniert. Mein Kollege Nico Juran hat auf der ganzen Messe nach Meta-Produkten gesucht und war am Ende ziemlich enttäuscht. Denn auch wenn alle über Meta geredet haben, hat außer Eve praktisch niemand gezeigt, wie die eigenen Geräte von Geräten anderer Hersteller gesteuert werden oder umgekehrt. Also das, was Meta eigentlich ausmacht. Sehr cool fand ich dagegen den intelligenten Rettungsring von YouSafe, einer portugiesischen Firma. Das Teil hat einen eigenen Antrieb, es schwimmt also selbst zu einer Person in Seenot. Auf dem Schiff wird es auf einem Induktionslader gelagert, der Akku ist also im Notfall immer voll. Auch ziemlich abgefahren das Lenovo Notebook YogaBook 9i mit 2 Displays übereinander bzw. nebeneinander. Man kann sich das so hinklappen. Die Displays sind OLEDs, haben jeweils eine Auflösung von 2880x1800 und ab Juni soll das YogaBook 9i in den Handel kommen und ab 2700 Euro kosten. Ja, und man kann irgendwie keine CES 2023 Zusammenfassung machen, ohne das Withings U-Scan zu erwähnen. Das ist ein Gadget, was man in die eigene Toilette einbaut und die dann den Urin analysiert. Das Teil kann nicht nur Wasser von Urin unterscheiden, sondern auch Letzteres von unterschiedlichen Personen. Man muss da so Kartuschen reintun, die dann für 3 Monate ungefähr Werte liefern. Zum Start gibt es eine Kartusche, die den Monatzyklus bei Frauen überwacht und zum Beispiel den Eisprung anzeigt und eine Kartusche, die eine detaillierte Stoffwechselauswertung vornimmt. Das Starterkit mit einer Kartusche soll 500 Euro kosten und im zweiten Quartal dieses Jahres auf den Markt kommen. Also wenn das wirklich auf den Markt kommt, dann kann ich euch schon garantieren, dass wir das hier bei 3003 testen werden. Und ich habe ja dann jetzt noch ein bisschen Zeit, mir zu überlegen, wie wir das filmen können, ohne gegen die YouTube-Richtlinien zu verstoßen. Ich entschuldige mich für die Bilder, die ich gerade in euren Köpfen erzeugt habe. Tschüss.